Schönen guten Tag, Freunde der Sonne. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, Dizzy, warum flüsterst du so? Und wo bist du eigentlich? Wir sind gerade beim Simmel-Shop in Lich, direkt vor Ort. Und ihr kriegt jetzt mal eine richtig schöne Shop-Tour. Also, lasst uns mal reingehen und gucken, was hier so los ist. Ihr werdet begrüßt mit Eingang. Und hier ist direkt das Lager draußen. Und hier geht's rein ins Büro. Wisst ihr, was das Witzige ist? Denn so arbeitet noch. Es ist übrigens gerade 10 Uhr. Und Denso beantwortet noch eure E-Mails. Und hier werdet ihr auch begrüßt. Und dann siehst du da hinten, wenn die Simulatoren laufen, siehst du da zum Beispiel die Zeiten. Aber da kommen wir gleich nochmal in dieses Wunderwerk. Und dann bist du hier im Verkaufsraum, wo sehr viele Sachen stehen. Black Friday hat natürlich die Regale ein bisschen leerer gemacht, aber du hast halt die Möglichkeit, Lenkräder anzufassen. Hier stehen auch vorne noch ein paar Lenkräder. Es ist halt einfach, hier kriegst du gerade alles. Alles, was du willst. Hier gibt es sogar einen Aufständer nur für Handschuhe, Pedale, Buttkicker, Lenkräder. Das hat übrigens Denso so beschrieben, das hier ist einfach eine Wheelbase to go. Also falls noch mal einer in den Laden kommt und sich eine Wheelbase mitnehmen will, so durch Zufall, hier liegt eine. Denn so seine Handschuhe, die übrigens richtiger Banger sind mittlerweile, muss man sagen. Für 28 Euro waren das ja, ne? 28 Euro, tippitoppi Handschuhe, Buttonboxes. Hier übrigens. Also wenn er nicht zugucken würde gerade, dann würde ich das, glaube ich, mitnehmen. Aber das können wir leider nicht machen. Aber wir gehen mal in den wunderschönen Raum rein, wo hier die Magie passiert. Und wir reden nicht von der Mitarbeitertoilette und auch nicht von der Gästetoilette. Nee, wir gehen in diesen Raum. In diesen Raum gehen wir rein. Das ist übrigens Denso sein Weg. Das ist hier quasi aufgebaut, damit er hier drin streamen kann und fahren kann. Das ist schon wild. Schön mit Simucube Active Pedals. Schönes AMG Wheel dran. Schön belüfteten Sitz, also so eine richtige Gönnung, könnte man sagen. Und dann haben wir hier als Beispiel mal aufgestellt, das finde ich übrigens sehr interessant, dass Denso das anbietet. Das ist hier quasi SRS Ready to Race Simulator. Das Ding, so wie es da steht, kostet gerade 8000 Flöten. Und das Geile daran ist, wisst ihr, das kriegst du so zu dir nach Hause gebracht. So wie es da steht, kriegst du das nach Hause. Das wird alles komplett fertig zusammengebaut und dann kriegst du das zu dir. Ne, unter den Pedalen ist jetzt der PC und hinten kommt quasi nur ein Kabel raus. Da, das wird angeschlossen und dann kommt das bei dir vorgefertigt an. Habe ich schon drin gesessen. Übrigens muss ich ganz ehrlich sagen, heute das erste Mal Simmagic in der Hand gehabt. Das hier ist ein Simmagic. Ich komme gerade nicht auf den Namen von dem Lenkrad, aber das ist so günstig für das, was es kann. Ich freue mich so sehr auf die Simmagic-Pakete und ich hoffe, wir können das demnächst mal alles ausprobieren. Aber das hier ist jetzt komplett Simmagic ausgestattet mit der Ultimate. Die ist jetzt auch hier hinten dran, die Simmagic Ultimate und auch Simmagic Pedale. Ich bin übrigens alle Rigs heute gefahren, aber der Banger war das hier. Weil Denso hat mir nämlich die Möglichkeit gegeben, dass ich mir heute mal den Spaß machen durfte, in einem Rig zu fahren, was die Box verbaut hat. Und meine Herren, das ist richtig geil. Und das noch mit WRC gepaart, einfach ein Traum. Und das Schöne ist, das hier ist, glaube ich, so das krasseste Rig, was hier so im Raum steht, würde ich mal sagen. Weil hier ist die Box verbaut, eine schöne Simucube. Das Denso-Wheel, was ich auch fahre, was ich sehr gut finde, als rundes Wheel. Und wir haben das Active-Pedal auch hier unten drin. Und das ist das Passive und das Aktive. Und ich sage euch eins, das ist nicht ohne Grund das beste Pedal, was es gibt. Denso hat mir das heute gezeigt, das ist crazy. Ich hoffe, ich bekomme es irgendwann mal zum Reviewen, weil es ist wirklich mega geil. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, wir machen mal weiter. Hier hast du dann auch wieder noch die Rogue-Sitze, ne, die hier belüftet sind. Was ich auch total fancy finde, kannst du hier halt unten den Knopf anmachen und dann gehen hier hinten die Lüfter an und dein Sitz ist dann einfach belüftet, was ich auch sehr fancy finde, habe ich heute das erste Mal gesehen und gemerkt.
Hier hast du jetzt auch eine SimoCube Wheelbase dran und ein GSI Wheel. Hier kannst du VRS Probe fahren. Da sind noch die SimMagic Pedale dran, die neuen, die ich übrigens auch total geil finde. Also absolutes Träumchen, die Apparate hier. Hoffe ich auch, dass wir die irgendwann noch mal ausprobieren können. Hier oben sind ja die für die Rumble-Motoren die Halterung. VRS Wheelbase müssen wir auch irgendwann noch mal reviewen. Auch sehr geil. Das war übrigens hier das bequemste Rig, was ich jemals gefahren bin. Also wenn ich könnte, würde ich es mir sofort mitnehmen, weil das war wie Arsch auf Eimer. Ich habe noch nie so bequem gesessen. Was aber auch bedeutet, ich werde zu Hause noch mal umbauen. Und dann haben wir hier noch mal die Maschine. Da ist auch eine SimoCube dran und VRS-Pedale mit den Fußablagen dran, die übrigens auch mega geil sind, die feiere ich. Ich muss schon mal überlegen, ob ich mir gleich noch welche kaufe für zu Hause, weil ich das sehr schön finde. Und dann hast du hier nochmal Denso sein Rig. Das sind so die Sachen, die du hier testen kannst. Und hier kannst du mal Probe fahren. Und das ist sehr geil. Aber hier passiert noch nicht die ganze Magie. Denn die ganze Magie passiert da hinten in diesem Raum. Das ist für mich ein Schlaraffenland. Und ich würde diesen Raum liebend gerne zu Hause auch haben oder so einen Raum generell irgendwann mal haben. Und ich habe Denso gefragt, ob ich da reingehen darf. Und er hat gesagt, ja. Und das machen wir jetzt. Und wir gucken mal, was in dieser Tür da so schön ist, was sich dahinter verbirgt. Passt mal auf. Hier passiert die Magie. Es ist ein bisschen dunkel, Leute. Also vorsichtig. Das hier ist das Lager. So, und ihr kleinen bezaubernden Mäuse, das hier ist alles nur Sim-Racing-Hardware. Lass das mal kurz wirken. Das hier ist alles nur Sim-Racing-Hardware. Und hier macht Denso mit seiner Frau den Laden. Also wir haben jetzt hier, wartet mal kurz, das kann ich euch mal zeigen. Wenn wir jetzt mal hier reingehen, das Licht ist noch ein bisschen, naja, ein bisschen dünni. Aber hier liegt dann so, die liegen die ganzen Sachen, die du so bestellen kannst. Elastomere, Nutensteine, Schrauben, Nabenverlängerung von SimMagic Sachen, Buttkicker, hier liegt einfach alles. Und das ist hier über alle Regale so verteilt. Hier kommen noch neue Lieferungen. Da ist gerade SimMagic, das kommt die nächsten Tage dann für euch rein. Hier liegt von SimCore, liegt noch ein Paket, da kommen auch noch Sachen rein. Das sind eure Pakete, die gepackt wurden. Die werden dann verschickt die nächsten Tage. Und hier packt Denso eure Pakete. Und das finde ich sehr cool, mir das mal anzugucken, weil wenn wir jetzt mal... Wenn wir jetzt mal ganz kurz darüber nachdenken, das hier passiert durch einen einzigen Menschen oder sagen wir mal zwei Menschen machen das hier und hier geht es nur um Simracing und das finde ich total abgefahren und ich habe mich total gefreut, dass ich heute hier mal ja hinter die Kulissen gucken kann. Wir haben auch noch eine Podcast-Folge aufgenommen und haben auch mal ein bisschen so über den Shop gesprochen, wie das hier alles entstanden ist und ja, wir können jetzt hier quasi in die heiligen Hallen mal reingucken. Also ihr seht ja, hier sind Sitze, Quick Releases, also hier ist wirklich alles das, was du kaufen kannst, ist hier und ist auch auf Lager. Und wenn du das jetzt bestellst, wird das quasi morgen früh gepackt und dann geht das weg. So sieht das hier aus. Was das hier ist, weiß ich nicht, aber irgendwer Glückliches kriegt bald Pakete. Und dann bist du im Simrace Shop gewesen und hast das gesehen. Und jetzt kannst du quasi sehen, wo deine Ware herkommt. Direkt von da hinten, von dem bezaubernden jungen Mann, der hier vorne sitzt. Immer noch. Immer noch. Und um kurz nach 10 immer noch deine E-Mails beantworten. So ist es. Geil. Ich bin übrigens sehr happy, dass ich von dir gesponsert bin. Gut. Ich bin auch happy, dass ich dich sponsern darf. Ich habe übrigens mein Auto vollgeladen. Tschüss. Tschüss. Wieder mal weg.